Aufnahme fängt an und hier ist wieder Rugenwurf. Ich hoffe, ich habe jetzt den richtigen Namen gesagt. Vierter Teil von diesem wirklich wunderbaren Geschenk an die Rollenspielwelt. Dieser Dankessagung an alle alten Rollenspiele. Und wir speichern gleich schon mal und ja, unsere Partnerin hat uns gerade verlassen. Unfreiwillig. Gestorben. Wutzi mag nicht mehr unter den Lebenden weilen, doch ich spüre ihre Gegenwart. Ich weiß, dass sie Kurst begleitet. Ihre Kraft wird immer mit ihm sein. Ich kann nicht fassen, dass Wutzi tot ist. Das ist ein trauriger Tag für die Annalen von Aogai. Ihr Tod war nicht umsonst. Sie hat ihre Kräfte auf Kurst übertragen, damit er die Welt retten kann. Nun seid ihr unsere einzige Hoffnung, Sephiroth zu besiegen. Mit der Kraft von Wutzi werdet ihr stark genug sein. Ich glaube an euch. Wir alle glauben an euch. Kommt vorbei, wenn ihr etwas Zeit habt. Vielleicht kann ich helfen. Wir sind alle verdammt! Die meisten von uns glauben an euch. Nicht übel, oder? Gar nicht übel. Ich glaube fest, dass Wutzi nicht umsonst gestorben ist. Kurst, ihr müsst zum Mana-Baum aufbrechen und Sephiroth besiegen. Ein für alle Mal. Ich gebe euch mein Luftschiff. Nur damit gelangt ihr zum Mana-Baum. Das Schicksal der Welt liegt in euren Händen, Kurst. Genug gelaufen. Willkommen an Bord von Air Evoland. So, kann ich jetzt noch etwas kaufen? Irgendjemand wollte mir doch helfen. Hey, wollt ihr einen Rat? Lasst Schokokos. An vielen verschiedenen Orten in Evolandia sind Sterne versteckt. Doch nur große Abenteurer vermögen sie alle zu finden. Ihr habt bereits 14 von 30 verborgenen Sternen gefunden. Ich hörte, dort soll es einen Stern geben. Papunika. Spielt ihr Doppelzwilling? Ihr braucht mehr Karten, um Champion zu werden. Ich habe bereits 12 von 23 Karten gewonnen. Ich bin ziemlich sicher, dass dort eine Karte versteckt ist. Papunika. Als ich noch jung war, kamen viele reisende Händler nach Aogai. Jetzt, wo die Ödnis sich ausbreitet, kommt niemand mehr hierher. Allerdings hörte ich neulich, dass sich ein Händler im nordwestlichen Wald niedergelassen haben soll. Nordwesten, okay. Vielleicht hat er interessante Waren auf Lager. Kennt ihr euch mit Chopokos aus? Sie sind eine Spezies gelber Riesenvögel. Sie leben in den Ebenen im Norden. Aber tut euch nicht weh, sie haben sehr spitze Hauer. Gekocht ist ihr Fleisch eine wahre Delikatesse. Ich kenne da jemanden in Aogai, der es zuzubereiten weiß. Okay. Hat uns jetzt einige nützliche Ratschläge gegeben? Nee. Okay. Ihr müsst den Mana-Baum aufbrechen und Sephiroth besiegen. Ihr findet den Mana-Baum, hatten wir alles schon. Da müssen wir jetzt hier raus oder was? Wer weiß. Auf jeden Fall kann ich immer noch nicht trennen. Ja, ein Luftschiff. Nordwestlicher Wald. Kann ich bitte mir den nordwestlichen Wald anschauen, wenn es einen gibt? Das ist nicht der nordwestliche Wald. Den nordwestlichen Wald aus. Ich
Sehr seltsam. Oh, vielleicht meint er ja den, oder gar den hier oben, oder überhaupt, und mich. Komm jetzt, hab dich nicht so. Dieses nach Geheimnissen greifen. Ein wenig Liebe, aber doch Hasse. Kartograf, ihr habt den verbotenen See gefunden. Warum muss ich jetzt eigentlich wieder mit Viertelherzen kämpfen? Ich dachte, das hätten wir hinter uns. Und warum ist jetzt hier... Ah! Da geht's mit rüber, da brauche ich aber erstmal einen Stein für die Vergangenheit. Hier haben wir einen. Ein Stern, schön. Schon irgendwie mir geil. Was haben wir jetzt davon? Ach, da oben. Nee, ich hätte den Stein zerstören müssen. Verdammt. Ja, dann müssen wir wohl erstmal wieder... Ich weiß gar nicht, ob das noch Sinn macht, ob das irgendwie... Och, ich hasse das. Die Feuer bleiben mir auf jeden Fall brennen. Wahrscheinlich war es einfach nicht so gedacht, dass man das mit der Bombe macht. Ahnung, wo mir auch
auch in solchen Winkeln immer irgendwelche Viecher stehen. Macht überhaupt keinen Sinn. So an und für sich. Und überhaupt, was will ich hier? Meine offensichtliche Sterne sammeln, ja. Oh, na klar. Ein sehr seltsames Baumlabyrinth. Noch ist mir nicht ganz klar, was das soll. Ich meine, geheimen Ebenen haben sie immer so ein bisschen in sich. Sinnlos zu sein, also. Wahrscheinlich wieder einen Stein jetzt hier vernichten, damit wir dann einmal durch können sehen. Vielleicht müssen wir erstmal oben nach unten fahren und überhaupt. Ja, ich glaube, es ist bestimmt wieder irgendwo einen Busch zu verbrennen. Hier aber genauso. Das wieder verstehen. Da schwimmt schon da oben, nach da unten. Ja. Hm? Ein kleines Rätsel. Hm. Also nicht nur ein kleines Rätsel. Weiß es daran, was es soll. Wo ist der? Vielleicht wieder getimt oder so? Kommt man hier irgendwie sinnvoll über eine Platte hinweg? Achso, ja, natürlich. Wenn man jetzt hier. Ja, Katze. Hör mal auf. Ja gut, aber... Ach so, Moment, ja. Natürlich. Und noch ein Stern. Wie viele Sterne haben die in dem einen Level hier versteckt eigentlich?
Sehr viele offensichtlich. Und der nächste Stern. Und der Sephiroth. Eine neue Karte. Sehr gut. Die brauche ich natürlich. Etwas zwingend. Wenn ich diesen Typen besiegen will. Weil der gibt mir bestimmt auch einen tollen Stern. Geht nicht immer nach unten weg. Übelster Fick. Sack. Im Edeltal. Im Edeltal gibt es sinnvolle Sackgassen. Und ich weiß nicht, wo ich hin soll. Ach Katze, mach mal nicht so Mist hier, geh hier weg. Ja, und mach alles kaputt. Das ist ja toll. Und lass mich raten, ein Stern. Nein, eine Wespe. Sehr gut. Mehr Karten im Doppelzwilling zu spielen ist immer gut. Ich habe jetzt 14 von 23 Karten. Sehr gut. Eine Minimap. Minimaps sind geil. Ihr habt mit einer Bombe eine riesige Mauer gesprengt, hä? Das ist das erste Mal. Karte, Skelett, sehr schön. Und ich bin Kartensammler, weil ich 15 Doppelzwilling-Karten gefunden habe. Ah, hier sind wir wieder.
Am Anfang. Wird Zeit, dass wir auch mal die alten Dungeons durchsuchen. Ich jetzt einen Wald nicht als Dungeon bezeichnen, also aber der erste Tempel oder was das war, da gab es ja auch unendlich viele Mauern, die interessant aussahen. Ein riesigen Stein. Aber sowas gibt's hier wohl nicht. Sich doof suchen ist total gut. Und weil die wissen, warum man sich doof sucht, ist auch total gut. PG-Komplex. Oh. Wieder wünscht man sich, dass Kurs trennen könnte. Denn Kurs ist der gemütlichste Läufer in der ganzen Welt. Hier ist er was. Geil, und hier ist er was. Oh. Zeit, dass wir hier mal hingehen. Roter Zauberer, noch eine Karte. Mensch. Hier hätten wir viel eher mal hinkommen sollen. Sind wir denn jetzt hier wieder? Ach, ist immer. Warum ist hier ein Stein? Macht doch gar keinen Sinn. Ich könnte mich eigentlich auch mal heilen. Und schön, dass Babamut wieder da ist. So, wir sind in Papunica und können nichts tun. Denn in Papunica ist noch alles pixelig. Wo genau in Papunica soll denn ein Stern sein? Die Legende von Kefkas Geist, Village People, hiesige Legenden, glaube ich. Ihr habt einen Trank gefunden. Die Rettung der Welt mit Heldenkristallen von H. Sakaguchi. Ich glaube nicht, Gushi, Verzeihung. Ich glaube nicht, dass ich das brauchen werde. Ja. Mein Krampf von A. Sephiroth klingt nicht besonders unterhaltsam. Ihr seht müde aus. Ja, ruht aus. Ja, speichere. Ich möchte einen Stern. Wie man einen Emuk zubereitet von W. Wald Lecker. All eure Truhen sind gehört zu uns. Da gab es wohl ein Übersetzungsproblem.
Es war zwar kein Rollenspiel, aber trotzdem lustig. Der ewige Klassiker. Willkommen in Abenteuerladen, den kennen wir ja schon. Ja, kennen wir auch schon. Wo soll es denn den Papunka bitte noch einen Stern geben? Verschlossen. Warum? Das kennen wir. Warum ist das verschlossen? Das ist schön für dich. Ich möchte da durch. Das kennen wir doch alles schon. Da ist eine Tür und die geht nicht auf. Das ist doch scheiße. Das Medium ist die Massage. Muss M. McLaren. Wie passend. Der ultimative Führer für alles von S. Miyamoto. Ein absolutes Genie. Schon wieder einen Trank gefunden. Na dann, gucken wir uns die Höhlen halt nochmal an. Wir haben es nicht besonders eilig, zum Ziel zu kommen. Ach, daneben. Ach ja, genau. Ah, Chocobo! Wie, was? Au. Wie? Alter. Ja, war Babamut. Schokobojäger, wenn das kein großes Huhn war. Schokobofleisch, sehr gut. Nee, können wir ja gar nicht. Gut, wir können hier also erstmal definitiv keine Bomben oder so auswählen, also haben wir eigentlich keine Chance, um was Neues zu finden. Gut, dann gehen wir auch aus, weil das ist ja Quatsch. Oh, ist mal gut. Ich bin wohl jetzt langsam wirklich mal gut genug, um dich mit einem Schlag zu töten. Oh, nee, nee. Ich hasse es. Wenn man mit solchen Kämpfen aufgehalten werden kann.
So. Kann ich jetzt mit Schokofleisch etwas anfangen? Nein. Scheiße ist das. Ich komme da nicht durch. Ein Eimer. Kennen wir alles schon. Weg hier. Scheiße ist das. Sinnlos ist das. Oh. Ja, ja, das kennen wir auch. Zumindest bauen sie nicht mehr weg, das ist schon sehr gut. Leben wurde mal wieder erhöht. Ja, schon ganz schön außer. Sehr gut. Es scheint jetzt wieder zu wechseln mit dem HDL und alten Interface. Haben wir wohl nicht dran gedacht, dass man mal in neuer Fassung herkommen könnte. Mann. Noch viel mehr Kämpfe rausschicken. Kann der bitte mal zuhacken oder was anderes? Gibt bestimmt gleich noch einen. Na klar. Einen muss noch. Ja, so wie auch. Ich kann das Spiel beschleunigen. Wenn er wenigstens rennen könnte. Im guten alten Edeltal. No. Wie der Herr sagt. So eigentlich nur ein paar sprengbare Steine. Ich finde keine. Weil ich überall schon war. Noch mal muss ich alles untersuchen. Haarsimulationen bräuchte das Ding hier. Alles schon. Ich will Steine. Stimmt, hier kam ich ja zufällig raus, als ich aus der Höhle kam. So völlig ohne Sinn und Verstand. Wie schön die Bäume sind.
glaube ich. Ne, stimmt schon. Wie war das ein Händler im Nordosten? Im Nordwesten, meinst du? Nicht mal gar nicht reagieren. Was ist denn das jetzt hier? Was ist da unten? Ist doch nicht einfach nur so Rasen. Das könnte man dann erzählen. War wohl doch einfach nur so Gras. Ich kann das Ding eigentlich nicht durch Felsen durch. So, ich hab das Gefühl, dass hier eine Höhle ist, das wüssten wir schon. Eigentlich will ich nur wissen, wo diese verdammten Wald jetzt, wo dieser scheiß verdammte Händler drin ist. Den mir der Junge so angepriesen hat. Und dadurch verzögert sich das natürlich alles wieder. Die müssen mich aber unbedingt neugierig machen. Es gibt aber sonst nichts Sinnvolles. Da oben ist die Höhle. Man kann hier drüber fliegen, ne? Ah, hier ist der Malerbaum, schön. Aber ich möchte diesen scheiß Händler finden. Nordwesten. Naja, ich meine das. Ah, hier. Naja, klar, hier. Das sieht doch grandios wie das aus, was ich möchte. Ich bin einer der letzten reisenden Händler, ein Nachfahre des legendären Durneko. Ist das Schokobefleisch? Gekocht wäre es mir lieber. Mann, wer soll denn dir das kochen? Hier ist eine Höhle. Was ist das für eine Höhle? Woher kennen wir die? Kennen wir die überhaupt? Ihr habt den Schrein der Babamut gefunden. Nein, wir kennen das nicht. Na dann geht's mal los. Ein Dungeon, den wir noch nicht kennen, ist ein guter Dungeon. Alter. Och, ich krieg die Krise. Vor allem, weil man hier wohl nicht weg kann. Hm.
Oh. So, was sollte das nochmal? Das ist doch scheiße hier. Mann. Immer ein Dungeon-System, was funktioniert. What? Hallo. Wo bin ich? Warum hab ich nur ein halbes Herz? Scheiße. Das sieht doch sehr seltsam aus hier. Nein, natürlich. Wenn euer Lebenspunkt zu nahe gehen, sorgt das Spiel dafür, dass ihr es merkt. Ja. Offensichtlich. Oh! Dass die immer von vorne sich verteidigen können. Dammt. Und ich will doch mal mehr als zwei Tasten gleichzeitig drücken können, verdammt. Und das Geräusch nervt wirklich. Versteckte Sterne haben wir gefunden. Von 30. Kann man das Herz vielleicht sammeln? Natürlich nie. Wie? Wie durchsichtig das Spiel doch ist. Oder auch nie. Ah, kommt man bestimmt von oben rein. Okay, okay. Eigentlich brauchen wir noch eine Referenz zu Shining Force. Meine war zwar eher ein Strategiespiel, aber trotzdem. Da war es wichtig. Mann, jetzt geht das schon wieder los. Das ist halt rum. Geh noch weiter hin, am besten. Nervst du mich ein bisschen? Ein Lichträtsel.
Ich liebe diese Lichträtsel nicht so sehr, wie man vermuten könnte, weil es irgendwie sehr groß aussieht. Und noch ein Stern. Gucken wir doch erstmal. Naja, neuer einfach. Oh, noch mehr am besten. Eigentlich ist der Zauber der Engel, der immer Stress verursacht. Und was haben wir zu tun? Babaut! Sehr gut! 5 mehr war jetzt der Dungeon wahrscheinlich auch gar nicht da. Na gut. Immerhin, langsam können wir uns wieder trauen, Babamut zu spielen. Doppelzwilling zu spielen. Da haben wir ja in dem Video quasi gar nichts geschafft. Nur noch irgendwelchen Sonderitems gesucht. Achso, nee, da gehen wir lieber von unten rein. Ah, oh, hier kommen wir auch rein, schön. Naja, da haben wir sie ja wahrscheinlich bald durch. Da sind wir nur noch ein bisschen. Oh, komm jetzt hier und lande gefälligst. Sehen, dass wir hier noch ein bisschen was rocken. Da kommt etwas. Oh ne, jetzt kommt der hier schon wieder. Hey, das sieht aus wie ihr Kurs-Tab. Der hier ist vorne. Jetzt muss ich den dann etwa nochmal machen. Na klar. So schwer bist du ja für heutige Verhältnisse nicht mehr, aber
warum immer ich ihn gerade nochmal mache. Ich wollte ja bloß mal den Schalter ausprobieren, Mann. Schön, hätten wir den auch nochmal besiegt. Völlig sinnlos. Soll man nicht mehr so zucken hier, Mann? Boah. Alter. Gehen wir einfach mal den Dungeon rückwärts durch. Das wird schon Sinn machen. Boah. Verdammt. Kommen wir hier wieder raus. Perfekt. Oh, hier hatten wir mal ein neues Video bekommen. Cool. Dass die immer möglichst weit von ihm erscheinen müssen. Ich hab noch ganz schön unser. Uns fehlen die Herzchen. Das ist mir noch ein Rätsel. Die Scheiße hier. Noch mehr Rätsel. Ah, what? Ein Secret Gang. Schon ist diese Kiste kein Rätsel mehr. Eine neue Karte. Sehr gut. Da kann ich es ja dann doch irgendwann nochmal probieren. Musik.
100 Skelette schon getötet, kein Wunder. Mann. Ich möchte noch mal eine bröselige Wand sehen. So die Secrets sammeln, das ist sowieso mein Ding. Ich hoffe natürlich mal, dass ich etwas für die 30 Sterne dann kriege, oder wie viel es waren. Und dann nie irgend so ein völliger Blödsinn passiert. Der mich ja mal überhaupt nicht interessiert oder so. Hier zum Beispiel, was ist damit? Da muss doch was gehen. Jetzt, wo wir wissen, dass es noch Secret Gänge gibt. Muss ja auch irgendwie reingehen. Ah, da ist ein Secret drin. Nein. Scheiß Zauber. Schön. Jetzt fehlt mir nur noch diese eine andere Kiste. Zumindest wissentlich. Wer weiß, was es sonst noch gibt. Es gibt aber logisch nichts Sinnvolles, wie dieser Weg sich öffnen könnte. Muss es aber. Muss es. Das macht mich fertig. Wie sind zum Beispiel das andere Aufgang? Also ich meine, das hier war ja ein klarer Schalter, aber... Was könnte da das Geheimnis sein? Hm.
völlig unbegreiflich. Und das ist ganz klar ein Weg dahin. Das muss gehen. Ich werde jetzt auf jeden Fall mal Schluss machen für dieses Video, weil wir schon über eine Stunde wieder sind. Und das geht also nicht. Sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann. Tschüss.